Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich ein gerades Geländerelement in den Geländerkonfigurator bekomme. Warum ein gerades? Weil für das Schräge ein paar weitere Punkte notwendig sind zum Erzeugen, was ich hier aber noch nicht zeigen möchte, da es hier ein paar Grundkenntnisse mehr bedarf. Ich sehe jedoch auch, dass viele meiner Nutzer, die Videos ansehen, keine Abonnenten sind. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr meinen Kanal auch fleißig abonniert. So, jetzt beginne ich mit dem Video. Sprich, ich erzeuge als erstes meine erste Baugruppe. Wo ich einfach ein Geländer erzeugen will, mit vier Winkeln und eventuell ein paar Profile dazu, damit man einfach mal sieht, wie man dies in den Konfigurator bekommt. Der erste Schritt ist wichtig, man muss sich ein Feature erzeugen. Das heißt, eine Baugruppe hat im Normalfall kein Feature, deswegen muss das hier im Feature eingeschalten werden. Für das Geländer sind auch drei Punkte wichtig, dies kann man aber auch in der Hilfe nachlesen. Dazu erzeuge ich mir hier gleich mal drei Punkte. Der erste Punkt ist am absoluten Nullpunkt, der zweite auf der X-Achse und der dritte auf der Y-Achse. Diese Punkte müssen auch eine Bezeichnung haben. Dies ist die 1, dies ist die 2 und dies die 3. Jedoch ist wichtig, nur mit der Nummer 1, 2 und 3 funktioniert das nicht. Das heißt, es muss hier die Raute 1 sein, die Raute 2. Und natürlich Raute 3. Durch dieses Raute-Symbol wurden die Punkte auch automatisch ausgeblendet. Jedoch braucht der Geländerkonfigurator genau diese Nummern, damit es abgespeichert werden kann. Wie gesagt, dies kann man auch in der Hilfe nachlesen. So, ich erzeuge mir auch gleich Variablen, die ich sicher brauchen werde. Das heißt, ich möchte den Abstand unten einstellbar machen. Ich kann hier auch gleich einen Kommentar geben. Natürlich auch oben. Und seitlich. Das heißt, hier in meinem Teilevariablenfenster sind genau diese Variablen definiert. Ich beginne jetzt einfach mal mit meinen Profilen. Ich möchte hier ganz einfach mit einem Winkel starten. Diese vier Profile müssen natürlich in die Baugruppe verschoben werden. Wechsle jetzt in die Axonometrie und schneide diese Profile gleich auf Gärung. So, das heißt, mein Grundgerüst wurde jetzt bereits erzeugt. Jetzt kann ich mit meiner Parametrisierung anfangen. Dazu wähle ich die übergeordnete Baugruppe, wechsle in den Ribbon 3D Standard und beginne mit meinen Variablen. Das heißt, meinen Abstand kann hier wie gewohnt mit der Alt-Taste die Fläche ausblenden, damit ich auf die hintere Fläche komme. Kann mit der rechten Maustaste
meine Y-Achse auswählen und meine Variable eingeben. Dasselbe mache ich auf der unteren Seite, das heißt diese auf die X-Achse. Und gebe meine Variable wiederum ein. So, das heißt, ich habe hier diesen Abstand und diesen Abstand vergeben. Kann natürlich jetzt einfach mal sagen, neu berechnen und die Gärung wird mir hier sofort neu berechnet. So, für das Geländer müssen so wie auch bei der Elementverlegung zwei bestehende Variablen definiert werden. Das ist zu einem i-l und i-h. Diese muss ich jetzt auch natürlich vergeben. Sprich, ich gebe hier einfach mal diese Variable an, von dieser Fläche auf die hintere, das heißt Alt-Taste, und vergebe hier diese Variable. Ich muss hier die Variable i-h haben. Aber es muss der Abstand unten und Abstand oben abgezogen werden. Das heißt, minus dieser zwei Variablen. Also iu habe ich geschrieben, fälschlicherweise. Dies muss natürlich ih sein. IU kann ich in diesem Fall wieder löschen. So, dasselbe ist natürlich für die Breite auch. So, für die Breite muss die Variable IL sein, also I-L, in diesem Fall minus 2 mal Abstand seitlich. So, berechne die Variante 0 und ich habe hier im Prinzip meinen Rahmen parametrisiert. Ich gehe in den Eigenschaftenfenster und vergebe hier auch noch den gleichen Namen, damit dieser beim Abspeichern in den Katalog auch genommen wird und speichere diese Variante gleich mal ab. Dazu gehe ich in den Bauwesen, Stahlbau, und dazu habe ich hier diese Variante, sprich diesen Befehl zur Verfügung. So, ich kann hier diesen Speicherort auswählen. Das ist natürlich für die Ebenenfüllungen. Soll hier auch in die Ebenenfüllung, das ist eh ausgewählt. Der Dialog-Editor soll gestartet werden und mit OK wird diese Variante abgespeichert. Und hier kann ich noch die Dialogbox editieren, sprich die Oberfläche konfigurieren. Diese Variante speichere ich ab und mache den Test. Dazu erzeuge ich mir einfach ein Profil, auf den ich mein Geländer draufbauen möchte. Im Bereich der Füllung habe ich hier die Möglichkeit, mein Geländer mit der Füllung zu definieren. Hier kann ich gleich mal Werte eingeben, um dies auch zu testen. So, ich sehe, ich habe hier gleich mein
Geländer mit der Füllung eingebaut. Dasselbe Spiel ist natürlich hier, wenn ich diese Profile auch austauschen möchte. Das heißt, das möchte ich hier auch noch zeigen. Ich erzeuge mir hier eine neue Variable. Dies soll eine Liste sein. Und dieser Liste muss ich zwei Werte hinzufügen. Sprich zwei Zahlen. Einmal, also einmal die 1 und einmal die 2. So, im Feature hat jedes Profil eine sogenannte Katalogkennung und eine Materialkennung, also Spaltenkennung. Das heißt, ich gebe hier gleich bei der ersten Zahl die 110 ein und bei der zweiten die 69. Und diese Variable möchte ich hier auch dann auswerten. Sprich, ich muss das hier so reinschreiben. So, ich habe das hier jetzt bei allen vier Profilen parametrisiert. Jetzt speichere ich diese Variante nochmal ab. Und jetzt habe ich hier automatisch auch gleich die Material für das Profil zur Auswahl. Dies kann ich hier dann auch noch editieren, sodass ich sagen kann, okay, welche Arten von Winkeln möchte ich alles zur Verfügung stellen. Weil diese Art von Parametrisierung mit diesen HCM-Werten, so wie ich sie jetzt gemacht habe, wird nur L-Profile zulassen. Sobald sich die Form ändert, muss ich bei der Parametrisierung auf das Teilekoordinatensystem wechseln. Ich starte den Geländerkonfigurator neu. Und hier sieht man gleich, dass ich hier diesen Winkel auch gleich abändern kann. Das ist mir jetzt schon klar, das sind jetzt nur vier Profile, aber im Grunde genommen, wenn ich hier auch noch die Abstandshalter haben möchte, ist das Spiel immer dasselbe. Ich hoffe, damit kann man zumindest mal beginnen und sich selbst so eine Variante hinterlegen. Und diese muss natürlich dann immer weiter aufgebaut werden.